Milliardenbetrug, Riester-Rente soll weitergehen. Bundesfinanzministerium plant schon einen neuen Gesetzesentwurf. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. 2004 war ja das ganz große Jahr, wo Deutschland in die privatisierte, zum Teil privatisierte, steuerlich geförderte Altersvorsorge eingestiegen ist. Und zwar unter der Erkenntnis, dass die Renten aus einer gesetzlichen Rentenversicherung wohl nicht mehr ausreichen werden, das Rentenniveau sinkt und deshalb die Millionen Menschen in Deutschland, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, doch bitte privat Altersvorsorge betreiben sollen. Und zwar unter anderem auch in Form der Riester-Rente. Und wir alle wissen ja nun, dass die Riester-Rente nicht nur ein Flop, sondern ein Mega-Reinfall und ein Riesenbetrug, und seien Sie mir bitte nicht böse, ich verwende normalerweise solche Worte nicht, aber auch eine Abzocke und ein Beschiss gegenüber den Anlegern gewesen ist. Meine Damen und Herren, wir betreiben hier in der Anwaltskanzlei regelmäßig auch Weiterbildung und wir haben mal versucht, uns in das Thema Riester-Rente einzuarbeiten. Glauben Sie mir bitte eins, Sie brauchen, um die Riester-Rente zu verstehen und das gesamte Konglomerat an Angeboten und Produkten und den gesetzlichen Hintergrund, auch gerade was das Steuerrecht anbetrifft, brauchen Sie wirklich ein Zusatzstudium. Da können Sie nicht einfach mal kurz irgendwas nachlesen. Das ist in sich absolut alles nicht mehr verständlich und war es eigentlich noch nie und auch nicht konsistent. Was für einen Fehler hat die damalige Regierung und durchgreifend bis jetzt bei der Riester-Rente und bei der staatlich geförderten Altersvorsorge gemacht? Man hat Geld der privaten Anleger in die Hände von Banken und Versicherungen gelegt, ohne diese zu kontrollieren. Man hat es den Banken und Versicherungen in die Hand gegeben, dass die Riester-Rente sozusagen von denen organisiert wird. Und der Witz bei der ganzen Sache ist, Banken und Versicherungen haben dieses Riester-Produkt tot gemacht. Sie haben es einfach tot gemacht. Sie haben es teuer gemacht, sie haben es undurchschaubar gemacht. Und vor allen Dingen haben Sie Banken und Versicherungen Milliarden an Zulagen bekommen. Glauben Sie mir wirklich bitte Milliarden. Wenn ich richtig lese, was das Statistische Bundesamt auswirft zu dieser Frage, allein im Jahr 2018 gab es für die Banken und Versicherungen, wenn ich es richtig gelesen habe, 2,8 Milliarden Euro an Zulagen, die Riester-Zulage. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 2,8 Milliarden Euro gingen in Richtung Banken und Versicherungen. Und da die Erkenntnis schon seit mehreren Jahren da ist, dass die Riester-Rente an sich tot ist, keiner will die mehr haben, reifte die Idee, man müsse jetzt eine Kommission einsetzen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was diese Kommission wirklich zustande gebracht hat. Da werden Sie jetzt mal richtig staunen, meine Damen und Herren. Also, ich bin mal hier bei T-Online drinne und T-Online schreibt am 18.07.2023: Ende der Riester-Rente naht, so soll es jetzt weitergehen. Eine Expertenrunde, ich mache das mal ein bisschen größer, dass Sie das auch besser sehen können. Eine Expertenrunde der Bundesregierung hat Vorschläge vorgelegt, wie die private Altersvorsorge reformiert werden könnte. Und dann kommen die Ideen im Scheck und dann sagt man erstmal, ja, die Riester-Rente hat ausgedient. Man kann also sagen, dass diese sogenannte Fokusgruppe private Altersvorsorge auf 132 Seiten da neue Vorschläge ausgearbeitet hat. Und in dieser Gruppe, das ist ja das Erstaunliche, für mich völlig unbegreiflich, waren Regierungsvertreter, das ist okay. Verbraucherschützer, das ist okay. Gewerkschafter, weiß ich nicht, was die da drinnen zu suchen haben. Arbeitgeber, weiß ich nicht, was die da drinnen zu suchen haben. Aber das hier, meine Damen und Herren, das schlägt den fast den Boden aus. Versicherer und Fondsanbieter, was haben die in dieser Expertengruppe zu suchen? Meine Damen und Herren, wir alle kennen noch die Bankenkrise 2008. Was ist da passiert? Da ist über Nacht nicht nur Milliarden, sondern Billionen an Anlagevermögen von kleinen Leuten, Menschen wie Sie und viele andere auch,
die ein paar Euro, die ein paar Euro auf ihren Sparvermögen haben, hat sich in Luft aufgelöst. Nach seriösen Schätzungen Billionen an Dollar, an Euros waren weg. Und zwar durch Machenschaften krimineller Banken, die Anlageprodukte geschaffen haben, wo kein Mensch mehr verstanden hat, was da eigentlich los ist und die auch nicht mehr gesichert waren und die wurden dann immer weiter gehandelt, wo es letzten Endes sozusagen hier ein Schneeballsystem gegeben hat, wo dann sich Geld über Nacht in Luft aufgelöst hat. All das kennen wir und wissen wir. Und auch in Deutschland hat das Auswirkungen gehabt. Sie wissen das. Das Kernproblem damals war dann, dass wir viel Geld brauchten, um Banken und Versicherer zu schützen und zu stützen. Und das heißt also, man hat hier eine Nullzinsphase eingeführt. Die Nullzinsphase hat dazu geführt, dass unter anderem auch Riester-Anlageprodukte de facto keine Gewinne abgeworfen haben, dass Betriebsrenten keine Gewinne abwerfen. All das ist passiert. Und zwar Schuld hatten, ich sage es wirklich so, diebische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken und Versicherungen, die damals für diese Dinge verantwortlich gewesen sind. Das waren nicht nur einfache Mitarbeiter, das waren auch leitende Mitarbeiter oder sogar möglicherweise Vorstände von irgendwelchen Banken. Wir wissen das ja, was in Amerika da abgegangen ist. Und wollen Sie jetzt wirklich Ihr Geld, was Sie gespart haben, wieder Versicherungen und Fondsanbietern anvertrauen? Meine Damen und Herren, ich nicht. Ich mache es nicht. Also ich werde Versicherungen und Fondsanbietern nichts mehr anvertrauen. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, wir haben da auch persönlich viel Reinfall erlebt. Und gerade was die Riester-Rente anbetrifft, ist sie eigentlich im Grunde genommen, und davon sind wir auch betroffen, ein totaler Reinfall, ein absoluter Witz. Ja? Und deswegen kann ich nur sagen, finde ich schon ziemlich fragwürdig, warum in gerade dieser Arbeitsgruppe, in dieser Fokusgruppe hier auch Versicherer und Fondsanbieter dabei sind. Aber, wie das immer so ist, die Paladine des Großkapitals, ja, also die Chef, die Lobbyisten des Großkapitals, haben dort Platz gefunden und haben sich letzten Endes auch wieder durchgesetzt. Das Riester-Modell ist kein Erfolgsmodell, das ist klar. Und jetzt kommt ja das Entscheidende. Was schlagen die eigentlich vor? Was schlägt die Expertengruppe eigentlich vor? Künftig soll es aus ihrer Sicht ein Altersvorsorgerdepot geben, bei dem Sparer ihr Geld zum Beispiel in börsengehandelten Indexfonds anlegen, besser als ETFs genannt. Diese Fonds bilden dann einen Aktienindex, wie etwa dem weltweiten MSCI World nach. So, und das wäre dann ein ganzer Korb von Aktien, wo man rein investieren kann und das Investment wäre weniger risikoreich. Und die um die staatliche Förderung zu kassieren, müsste das Depot so lange bestehen bleiben, bis das Rentenalter erreicht ist. Und diese Empfehlung, meine Damen und Herren, entspricht im Wesentlichen dem Vorschlag des Bundesverbandes Investment, der sich für das Fondsspardepot eingesetzt hat. Also es ist eigentlich unglaublich. Da kommt eine private Lobbyistengruppe und setzt sich in dieser Expertenkommission durch. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was ist denn jetzt eigentlich das Neue an dem neuen Altersvorsorgedepot, an dem neuen Produkt, was ja dann nicht mal den Namen Riester-Rente hat? Das Neue ist, dass es keine 100%ige Einlagegarantie mehr gibt. Auch da haben sich die Herrschaften, die Lobbyisten durchgesetzt. Es gibt keine 100% Einlagegarantie mehr. Analog oder ähnlich wie auch bei der Betriebsrente haben sich da sozusagen die Arbeitgeber und die Banken und Versicherer durchgesetzt. Das heißt also, wenn Sie Ihr Geld dort anlegen, ist Ihr Geld praktisch da nicht mehr sicher. Sie kriegen die Einlage, die Sie eingezahlt haben, nicht mehr zurück. Das müssen Sie mal bitte bei der Deutschen Rentenversicherung machen. Da wird man Ihnen aber vor jedem Gericht bis hin zum Bundesverfassungsgericht Recht geben und sagen, so geht das nicht, meine Damen und Herren. Was hat sich denn jetzt wirklich geändert an diesem neuen System, was da kommen soll? Eigentlich nichts. Hier steht's. Wie soll die staatliche Förderung funktionieren? Im Grunde wie bisher. Es soll weiter Zulagen geben, besonders Zuschüsse für junge Menschen und Personen mit geringem Einkommen soll es geben. Allerdings empfehlen die Experten, eine beitragsproportionale Zulage einzuführen. Das heißt, wer mehr verdient, muss auch mehr einzahlen, um die Zulage zu bekommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Genau diese Lobbyisten,
Banken und Versicherungen bestehen weiterhin darauf, dass es Zulagen gibt. Ja, was sind denn die Zulagen? Die Zulagen sind, das ist die steuerliche Förderung, das ist Steuergeld, was Sie alle aus Ihrem Lohnsteuereinkommen oder die Selbstständigen aus dem Einkommensteuereinkommen zahlen. Das zahlt das Bundesfinanzministerium. Und so wie ich es vorhin gesagt habe, lag wohl die steuerliche Förderung im Jahr 2018 bei 2,8 Milliarden Euro. Das heißt also Geld, was Sie gar nicht bekommen. Es wird zwar Ihrem Konto gut geschrieben, aber das Geld selbst wird als Zulage auf die Konten der Banken und Versicherungen transferiert. Das ist also virtuell zwar auf Ihrem Konto in Höhe Ihrer Zulage, die Ihnen zusteht, eingezahlt, aber in Wirklichkeit haben Sie ja nicht das Geld, sondern das hat die Bank. Und die Bank kann damit arbeiten. Meine Damen und Herren, das gesamte System, was hier vorgeschlagen wird, ist nichts anderes als aufgewärmte neue Riester-Rente mit einer staatlich geförderten Zulage. Um dazu zu kommen, dass jetzt die Menschen neuerdings in ETFs einzahlen sollen, dazu hätte es diese Expertenkommission nicht bedurft. Da hätte man einfach auch mich anrufen können, da hätte ich sagen können, alles klar, das könnt ihr jetzt mal machen. Aber im Kern, meine Damen und Herren, ist das ein unhaltbarer Vorgang. Warum brauchen wir denn überhaupt eine solche staatliche Förderung? Wir brauchen sie nicht. Die staatliche Förderung Riester-Rente ist tot. Und da gibt es auch nicht diesen Satz, lang lebe die Riester-Rente oder der König ist tot, lang lebe die Riester-Rente. Das funktioniert nicht. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, aus meinem Empfinden heraus, das kann so auf Dauer nicht funktionieren. Die Politikverdrossenheit der Menschen in Deutschland nimmt immer mehr zu. Die Demokratieverdrossenheit nimmt immer mehr zu. Die Leute fühlen sich de facto auch letzten Endes von der Politik verarscht. Jetzt kommt der Bundesfinanzminister und macht Druck. Er macht Druck und sagt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich einen Gesetzesentwurf auf den Tisch legen, der praktisch diese Vorschläge der Expertenkommission umsetzt. Meine Damen und Herren, was ist denn das eigentlich, was jetzt der Finanzminister macht? Der Finanzminister Christian Lindner ist beseelt von dem Gedanken, der gesetzlichen Rentenversicherung den Todesstoß zu versetzen. Er hat es angefangen mit dieser sogenannten Aktienrente, ja, wo die Beträge letzten Endes auch völlig lächerlich sind, die er da jetzt zur Verfügung stehen will. Und jetzt geht es wieder weiter mit dieser sogenannten staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Wir nennen sie einfach Riester-Rente neu. Und dieses System wird so im Grunde genommen nicht funktionieren, weil die Deutschen Banken und Versicherungen nicht vertrauen. Also ich zumindest vertraue Banken und Versicherungen nur so weit, dass ich weiß, dass mein Geld dort zumindest in der Zahl geparkt ist. Aber Anlageprodukte werde ich bei Banken und Versicherungen nicht mehr abschließen. Das wird für mich nicht in Frage kommen. Eine Riester-Rente kommt für mich auch nicht in Frage. Ich bin auch letzten Endes ein vollständiger Gegner der aktuellen Form der Betriebsrente. Meine Damen und Herren, was ich vorschlage, ist ganz was Einfaches. Schaffen wir diesen Irrsinn komplett ab. Schaffen wir die steuerliche Förderung von Riester-Rente und die Beitragsfreistellung der Betriebsrente in der gesetzlichen Rentenversicherung, in der Sozialversicherung ab. Damit hört dieser ganze Irrsinn auf und wir stärken damit letzten Endes die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Rente. Nehmen wir die Zulagen, die steuerlichen Zulagen und packen das Geld in die gesetzliche Rente rein. Dort ist es gut aufgehobenes Geld. Machen wir wirklich, wie die Verbraucherschützer es vorgeschlagen haben, einen Staatsfonds, der vom Staat kontrolliert wird, wo Leute arbeiten, die auch vom Staat kontrolliert werden, die also sozusagen nicht frei handeln können, die also ihre Produkte, die sie an den Markt bringen, letzten Endes auch erklären müssen, die auch verständlich sind, die so weitestgehend wie möglich kostenfrei sind und wo die Einlagen zumindest gesichert sind. Vorlagen dazu, wie ein Staatsfonds funktionieren kann, gibt es mehr als genug. Schweden, Norwegen und andere Länder machen es uns ja vor. Aber ich, meine Damen und Herren, könnte mir auch ein ganz anderes System vorstellen. Ich könnte mir das System vorstellen, dass wir sagen, nein, wir hören auf mit diesem ganzen Blödsinn und fangen endlich an und stärken unsere gesetzliche Rentenversicherung, indem wir ein Modell schaffen, was ähnlich wie in Österreich funktioniert, nämlich eine einheitliche Rentenversicherung und dort eine Mindestrente einführen und diese Mindestrente auf jeden Fall so machen, dass sie armutsfest ist. Die Mindestrente muss natürlich an Voraussetzungen gebunden sein, das ist klar. Aber im Kern will ich Ihnen nur sagen, die Riester-Rente ist wirklich tot. Hören wir mit diesem Blödsinn auf. Glauben wir nicht, was diese Expertenkommission sagt. Die wollen an ihr Geld ran. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie
dass das, was ich sage, vielleicht in die richtige Richtung geht, dann schreiben Sie uns bitte in die Kommentare und schicken Sie bitte Ihre Briefe an die Bundestagsabgeordneten, an den Bundesfinanzminister und fordern diesen auf, dass er mit diesem Blödsinn aufhört, diese Riester-Rente neu aufgewärmt hier ins Spiel zu bringen und vor allen Dingen Milliarden an Steuergeldern unserer Gemeinschaft hier verbrennt für Banken und Versicherungen. Es muss aufhören, dass Leute wie Lindner und Co. und Lobbyisten hier in unserem Land das Gesetzesvorhaben sozusagen bestimmen und unser Leben hier bestimmen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.